Mittlerweile bin ich 23 Jahre, viel geschafft und auch gefallen, doch mache weiter, weil ich atme. Dieses Leben bietet eine Chance, verschwende keine Tage, fokussiere meine Ziele, beiß mich fest, bis ich versage. Atme durch, steh wieder auf und greife an, wenn ich bereit bin, doch die Zeit, sie rast und wartet nicht darauf, dass ich bereit bin. Und die Welt da draußen wimmelt nur von Schlangen und Verrätern, doch der Schlimmste steht im Spiegel und ist mein härtester Gegner, ich weiß es. Ich steh mir selber stets im Weg und auch wenn alles läuft, das Ziel so oft verfehlt, obwohl es blinkt und auch wenn alles täuscht. Die Zeiten so verschwommen, weil mein Kopf nicht weiß, was mein Herz will, im Inneren verwirrt, die Welt läuft weiter, doch die Zeit steht still. Ich wär bereit zu gehen und loszulassen, wenn der Herr sagt, mein Kopf versucht zu fühlen, wie ich empfinde, was mein Herz nicht tat. Gefühle transparent und rational, so wie am ersten Tag, ein Sturm voller Verzweiflung macht sich breit und trifft mich Schlag für Schlag. Dieses Leben ist ein Auf und Ab, ich hab gesehen, was es aus Menschen macht, und langsam hab ich diesen Scheiß hier satt, denn unser Herz, es raubt uns jede Kraft, und all die Schmerzen, die wir fühlen, kommen jede Nacht. Dieses Leben ist ein Auf und Ab, ich hab gesehen, was es aus Menschen macht, und die Gedanken rauben jede Kraft. Was wir am Tage noch verdrängen, hält uns abends wach, denn wir durchleben alles nochmal in der nächsten Nacht. Ich bin ein Mann mit vielen Ängsten in seinem Leben, die Gedanken oft so schwarz, die abends kommen und nicht mehr gehen. Oftmals Panik, dass ich alles nicht mehr schaffe, was ich möchte, meine Eltern nicht mehr da sind, dass ich irgendwann vergesse, was mich ausmacht, was ich wert bin, was die anderen in mir sehen. Ich komm nicht klar damit, dass Menschen, die mich lieben, einfach gehen. Und deshalb halte ich die Distanz, ich lasse keinen an mich ran, weil der ein Mensch, den du nicht liebst, einfach nur gleichgültig sein kann. Doch auch die Art hat ihre Schattenseiten, oft sind es nur Kleinigkeiten, die dich aus der Bahn werfen und dann unten halten. Ich habe vielen dieser Menschen eine Chance gegeben, eine zweite, eine dritte und dann aufgegeben. Siehst du, was passiert, wenn du vertraust, ohne zu wissen? Viel zu oft hat mir mein Umkreis schon das Herz herausgerissen. Meine Freunde wurden Feinde und Erinnerung zu Ängsten, und ich hab gelernt, ich trage stets allein die Konsequenzen. Dieses Leben ist ein Auf-